Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren neuen The Elder Scrolls Online PvE Ausdauer Templar Damage Dealer Build. Er sticht zu wie ein Nagel in Hart, denn dieser Build ist tatsächlich sehr parat, und zwar in jeder nur erdenklichen Art und Weise. Wir haben insgesamt konkret saftig drei verschiedene Setups, zwei davon mit Raid Gear, einen davon ohne Raid Gear. Wir haben die Möglichkeit, mit diesem Build konkret innerhalb von drei verschiedenen Cast-Skills einschließlich des Ultis ein DPS von über 75k rauszuhauen, was einfach nur krank krass ist. Der Ausdauer-Templar schlicht und greifend die leichteste und beste DPS-Klasse, wenn man sagt, ich möchte schnell einen leichten DPS haben. Und wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben natürlich unseren Charakter, der unfassbar sexy aussieht. Wir buffen uns hoch, das fungiert bei diesem wunderbaren Bild tatsächlich nur mit dem Trank, das heißt, wir kriegen Regeneration, Wildheit und natürlich die erhöhte Waffenkraft. So, wir nehmen den Trank, poppen den Trank und schauen auf die Attribute. Wir haben 9700 Marika, 15, knapp 60 Chemex Leben, 30 Chemex Ausdauer, eine sehr hohe Ausdauerregeneration von 1000, knapp 800, was krank ist. Wir haben 4617 Waffenkraft, was ebenfalls unglaublich hoch ist, eine 53%ige kritische Waffentrefferchance, gepaart mit 13,8 und 13,6k in Magie und physischer Resistenz. Wir sind ein Ausdauer-Damage-Deal, das heißt, wir nutzen 64 Punkte an Ausdauer, haben natürlich den Dieb in dem Kontext, da wir natürlich damit mehr oder weniger erhöhten kritischen Trefferchance und Schaden bekommen. Das war tatsächlich der Monostein, den ich persönlich etwas besser spielen konnte. Allerdings kann man auch sehr gut den Schatten benutzen. Das kommt ein bisschen auf das Setup an. Was ihr habt, dazu später mehr. Wir nutzen ätherische Mitnehmbrühe für Leben, Ausdauer und Ausdauerregeneration. Das ist mittlerweile kein Must-Have. Man kann auch tatsächlich die Lila-Version Camorantron benutzen oder gar sogar auf Max-Ressourcen-Set Food gehen, das heißt in Form von Max-Magica, Max-Leben, Max-Ausdauer oder gar nur Max-Leben, Max-Ausdauer. Es ist beides funktional und beides möglich. Das obliegt allerdings eurer Spielart und Weise, auch im Content, welchen ihr spielen wollt und natürlich letztendlich, ob ihr Gefahr laufen wollt, möglicherweise ein Heavy Attack zu machen, was insgeheim einfach überhaupt nicht schlimm wäre. Wir haben dauerhaft tatsächlich größere Wildheit. Wir sind hier auf dem Setup ohne Raid Gear. Wie immer stelle ich das gerne erstmal vor. Und wir gucken auf die Fertigkeiten. Dort haben wir recht simple Fertigkeiten. Die erste Fertigkeit, Stachelfalle, Schaden über Zeit, mit der Möglichkeit natürlich 10%igen extra kritischen Schaden zu verursachen. Das passt sich ganz gut an, denn der Templar macht allgemein 10% extra kritischen Schaden. Das ist sehr, sehr stark. Dieser Stot, wie man hier sieht, 20k Schaden, ist ebenfalls ungebufft unglaublich stark. Gepaart damit natürlich Kriegergilden Skill, das heißt, wir haben die Passiven, in dem Fall die schlechte Passive. Für jede Fertigkeit der Kriegergilde kriegen wir 3% Waffenkraft. In dem Fall auf der Hauptbar wären das 12%, auf der Bergbar ebenfalls 12%. Enorm krasse Waffenkraft. Die brauchen wir auch, denn wir nutzen mehr oder weniger hauptsächlich einen einzigen Spam-Skill, der richtig, richtig reinhaut. Stachelfalle findet ihr als letzten Skill der Kriegergilden-Skill-Linie. Nebendran ebenfalls den mehr oder weniger zweitessentiellsten Skill beim Ausdauer-Templar, Macht des Lichts. Wir casten einen Beam, einen Strudel, der natürlich Schaden macht, den Schaden kopiert, was unglaublich stark ist, aber vor allen Dingen uns kleineren Bruch gibt, was natürlich die Magie und physische Resistenz des zu verringernden, des Castenden um 3k verringert. Das heißt, der Boss bekommt weniger Resistenzen, wir können mehr Schaden machen. Das ist krass, für waren das mal 1300 plus. Jetzt hängen wir hier bei 3k, was unglaublich viel ist. Der DPS war schon immer sehr, sehr exzessiv und gut beim Ausdauer-Templar. Damit wird er einfach maximal gebufft, das ist unglaublich. Das Coole ist, dieser Debuff gilt für eure ganze Gruppe. Das heißt, ihr supportet obendrauf auch noch eure Gruppe in Form von Penetration. Das heißt, sie können mehr Schaden verursachen. Das Coole hieran ist tatsächlich obendrauf, das ist ein Skill der Zorn der Morgenröte Skillinie ist. Da haben wir natürlich die wunderbare passive Erleuchten. Die ist ermöglicht, sobald wir einen Skill davon casten, uns unsere Gruppe 10% extra Magiekraft zu geben, was uns vielleicht selber nicht wirklich was bringt, aber unseren Heilern zum Beispiel, aber vor allen Dingen unseren Magiker-Damage-Dealern, die wir eventuell in der Gruppe haben, mega geil. Das heißt, wir buffen innerhalb unserer Rotation auch noch den Schaden unserer MAC-DDs. Spammable der Wahl, ganz klar, harsche Hiebe, unfassbar stark, viermal ungebufft 4,5k mit AOE-Effekt in dem Fall.
Wir snären das Lauftempo und wir kriegen bei Aktivierung größere Wildheit, haben wir sowieso durch den Trank und durch natürlich einen diversen Skill auf der Hauptbar. Allerdings hiermit kriegen wir es nochmal. Obendrauf ist das einfach ein unglaublich starker Skill, denn es ist ein Skill mit Durchführungszeit. Das wird sehr relevant später bei den Sets. Unglaublich stark, Ätherischer Speer, Skill in ihr erste Skill, Ausdauermorph. Das Coole hieran ist tatsächlich, dass wir zum einen natürlich hier, wie schon angesprochen, 10% einen extra kritischen Schaden verursachen können, sondern auch noch brennendes Licht passiv haben. Das heißt, wenn wir viermal in Folge mit einer Fähigkeit dieser Skill-Linie Schaden machen, haben wir die Möglichkeit, extra Schaden zu machen, in dem Fall 6,1k. Das ja, fungiert eigentlich immer da, wie hier sowieso viermal schon reinhauen. Das heißt, das ist unser Spamble, den machen wir sowieso viermal, mindestens in Rotation hintereinander. Boom, Baby. Super, super stark. Ansonsten, Silbersplitter, Jäger des Bösen und der Ulti allesamt aus der geregelten Skill-Linie. Die findet ihr tatsächlich hier. Der Ulti natürlich, der erste Skill und letztendlich auch hier der vorletzte. Silbersplitter habe ich auf die Opfer gepackt, weil wir damit natürlich einen AOE-Effekt haben. Wir haben es nur wegen der schlechter Passive drauf, um natürlich uns extra Waffenkraft zu geben. Allerdings ist es cool, denn dieser Effekt hat nochmal einen kleinen AOE-Burst-Effekt. Den haben wir sowieso, aber damit können wir auf Distanz sogar auch Schaden verteilen. Das kann in manchen Content sehr vorteilhaft sein. 9,4k Schaden, tatsächlich auch noch 22% weniger Schaden, allerdings an den Feinden drumherum, was sehr nice ist. Nebendran, Jäger des Bösen, gar keine Frage, wir kriegen dauerhaft größere Wildheit und obendrauf, solange aktiv, verringern wir die Ausdauerkosten und den Schaden unserer wunderbaren geregelten Fertigkeiten. Boom, das gilt für das hier und vor allen Dingen gilt das für die Stachelfalle. Wow, sehr vorteilhaft, wie man hier sieht, wo man ihn findet. Der Ulti der Wahl, makelloser Dämmerbrecher, Schaden über Zeit mit der Möglichkeit 300 Waffenkraft oben drauf zu bekommen. Das ist der Ulti, den wir auf Front und Backbar haben und vor allen Dingen auch spielen. Es ist unglaublich stark, der Dot und vor allen Dingen die erhöhte Waffenkraft gibt uns das gnadenlose Burst-Potenzial, um unsere Jabs, die harschen Hiebenummer, zu buffen. Wahnsinnig stark. Was ich euch sowieso empfehle, weil wir gerade bei Kriegel sind, wie immer, Verbindung der Sündhaften, sehr vorteilhaft für Ulti-Game innerhalb des Contents. Auf der Backbar haben wir erstmal Magier, Dot, Schaden über Zeit. Erholende Seelenfalle kann man auch trennende Seelenfalle nehmen. Das ist ein Flexbot, man kann hier theoretisch alles reinpacken. Man könnte sogar einen Kriegelden-Skill nochmal reinpacken, um nochmal mehr Waffenkraft rauszuhauen, obliegt eurer Wahl. Er kostet Magier, das ist sehr vorteilhaft. Wir machen Schaden über Zeit, aber physikalischen Schaden, weil es mit dem offensiven Ressourcenwert skaliert und wir kriegen Ressourcen zurück, sofern das ja, Ziel innerhalb des Castens mehr oder weniger stirbt, während der Wirkdauer wahnsinnig stark. Seelenmagie ist Skill-Linie, der einzige Skill, den es tatsächlich gibt. Wahnsinnig gut. Mehr oder weniger kostenlos für uns, vor allen Dingen bei Trash-AOE-Fights, wenn man die Trende sehen will, nimmt. Dazu die Jabs, wahnsinnig stark. Ansonsten Jäger des Bösen natürlich mehr oder weniger auch auf der Backbar, um natürlich den gleichen Effekt zu bekommen. In dem Fall allerdings hauptsächlich wirklich für Statistiken der schlechter Passive. Aber nebenbei buffen wir auch noch Silbersplitter. Wir haben einen Bogen, wir haben einen endlosen Nagel, wir nutzen diesen wunderbaren AOE-Skill, jede Sekunde Schaden über 12 Sekunden innerhalb dieses wunderbaren Kreises, den wir hier gesehen haben. Bum, 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 alles da drin, kriegt gnadenlos viel Schaden. Wahnsinnig krass. Silbersplitter haben wir schon angeguckt. Den Bogen-Skill findet der Bogen-Skill-Linie, wer hätte das gedacht, der zweite Skill. Ansonsten haben wir nochmal einen ganz anderen Skill aus dieser wunderbaren Skill-Linie, nämlich den Ring der Haltung. Das ist tatsächlich ein ziemlich cooler Skill. Auch aus der Kriegeln-Skill-Linie gibt uns wieder natürlich 3% extra Waffenkraft für das Slotten. Wir aktivieren diese tolle Rune und die ist sehr vorteilhaft, denn, wie man sieht, bekommen wir alle 0,5 Sekunden Heilung. Das heißt, wir haben hier einen Heal. Und wir kriegen auch noch kleine Schutz- und Ausdauerregeneration oben drauf. Das ist mega stark in Kombination mit den Tränken. Haben wir eine überirdische Regeneration von über 2000, die ich im Charaktermenü gar nicht gezeigt habe. Ulti haben wir schon besprochen, ganz simpler Stoff. Wir sind Ork. Wir kriegen Leben, wir kriegen wunderbar Ausdauer, wir kriegen Leben, wenn wir eine Waffenfertigkeit benutzen, was wir obviously nur mit dem Hagel machen, also von dem her ist das nicht wirklich unsere Rede wert, aber wir kriegen Waffenkraft, was extrem stark ist. Alternative Rasse würde ich tatsächlich den Dunkelelfen als zweite Rasse vorschlagen und präferenzieren, dritte würde ich den Khajiit reinpacken, allerdings ist dann der Monostein-Dieb ein Muss in jedem Setup, denn sonst habt ihr nicht genug kritischen Juice. Alchemie Heilkenntnisse nimmt man einfach mal mit, vorteilhaft. CW-Punkte, gucken wir jetzt kurz an. Sehr spannendes Zeug hier. Ich bin auf Marker Regeneration gegangen, um die Seelenfalle zu buffen. Wenn ihr Seelenfalle nicht spielt und irgendwas anderes, meinetwegen Gelan drin habt, könnt ihr garantiert natürlich die Punkte in Tenazität oder sonst wo aufteilen, wie ihr lustig seid.
Ansonsten sieht man, wir gehen frontal auf brutalen Schaden. Ein bisschen auch auf Schaden über Zeit, aber vor allem halt den brutalen, ja, physikalischen Initialschaden, den wir natürlich maximal buffen wollen. Auch wenn wir ein paar recht starke Dots auf dem Bild tatsächlich haben. Sets. Da gibt es natürlich eine Menge. Wir haben erstmal das Non-Raid-Gear-Setup. Man sieht es schon, wir haben natürlich das Set tödlich. Mit Krongift, Doppeldot, damit bin ich tatsächlich am besten gefahren. Dieser Dot-Schaden wird natürlich gebufft durch unser Set. Macht sehr viel Sinn. Wir haben das tödliche Set, nur ein geschliffenes Schwert auf der Hauptbar, Axt auf der Bergbar, durchdringend. Wir kriegen Waffenkraft, Crit und Waffenkraft und erhöht unsere Fertigkeiten über Zeit. Schaden über Zeitfertigkeiten, die kanalisierenden physikalischen Blutungsschaden, mehr oder weniger Gift und solchen Schaden verursachen um 20%, was enorm hoch ist. Das heißt, unser Spammable wird gebufft, denn wir haben hier eine Durchführungszeit. Wow, das bedeutet, wir machen extra Schaden 20% mit dem Ding. Wahnsinnig stark. Das da, Blutungsschaden über Zeit. Mega krass. Das da, physikalischer Schaden über Zeit. Der Ulti, physikalischer Schaden über Zeit. Wir nutzen das Set nahezu komplett aus. Unglaublich gut. Langzeit, top. Ja. Set tatsächlich beim Ausdauer-Templar. Es gibt mittlerweile eine Sache, die ein bisschen stärker ist, allerdings nicht sonderlich krass. Wahnsinnig gutes Set. Es ist ein Overland, Overland. Ja, Overland-Set mehr oder weniger, aber ein Kaufset von Bruma aus der Syrodiil, aus dem PvP. Man kann es aber auch beim Gildenhändler kaufen. Schwert, Axt auf der Hauptbar, auf der Bergbar nutzen wir natürlich perfektionierten Malstrom. Bogen erfüllt mit Waffenkraft Glyph. Wir nutzen nicht Giftinjektionen, sonst kann man auch den Meisterbogen nehmen. Je nachdem, wie ihr spielen wollt, ist das auch eine Möglichkeit. Wir bekommen natürlich einen Crit-Bonus und erhöhten Schaden pro Impuls bei der Fall Slave. Deswegen haben wir die Slave genommen, die länger anhält. Wunderbar. Mega stark. Wenn ihr Maelstrom Arena nicht auf Veteran spielt, verliert ihr lediglich den Crit-Bonus. Das ist nicht der Rede wert. Allerdings dann kann man überlegen, ob man wirklich den Meisterbogen nimmt. Monster der Wahl, Selene, gar keine Frage. Max Ausdauer, wir können den Bär beschwören, der gnadenlosen Schaden verursacht. Nahkampfschaden müssen wir verursachen. Das da ist Nahkampfschaden. Das ist unglaublich stark. Schlicht und gerade das beste Monster für einen Ausdauer-Templer. Wow, gar keine Frage. Alt-Leaf könnte man etwas schlechter auf Velidreth gepaart, theoretisch auch Karax nehmen. Allerdings Selene outnumbert definitiv den Rest. Alles in göttlich, alles auf Ausdauer. Wir sind komplett Mittel, um natürlich unsere Regeneration maximal hoch zu pushen. Denn wir wollen, ja, mehr oder weniger so wenig Heavy Attacken wie möglich. Und das können wir bei dem Bild sowieso. Dadurch, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, nur drei Skills zu aktivieren, plus den Ulti, macht das sehr viel Sinn. Unser zweites Set der Wahl nach wie vor Drachengarde Elite. Crit, Waffenkraft, Regeneration, was vorteilhaft sein kann. Und wir stacken unseren Crit, sofern wir von vorne oder von der Seite direkten Schaden verursachen, was wir eh tun. Denn das ist AoE-Effekt. Bum, bum, bum. Wir bewegen es ein bisschen mit. Wir scalen hoch. Richtig geiles Set. Unglaublich gut. Wie gesagt, die DPS-Resultate im Non-Raid-Gear-Setup. Tatsächlich recht ansprechend. Wir sprechen hier vom DPS von 80 bis 85k plus in diesem Non-Raid-Gear-Setup. Das ist ziemlich stark, das ist ziemlich nice. Aber man hat natürlich andere Alternativen. Vorher gucken wir uns kurz noch den Schmuck an. Blutdürstig, Waffenkraft, ganz klar. Alternativen für das Set Drachengarde, speziell aber auch tödlich. Reliquien, natürlich schlicht und ergreifend, ja. Eines der leichtesten und besten Setups innerhalb dieses, ja, Zusammenspiels. Reliquien in Kombination mit tödlich, unfassbar stark. Damit habt ihr, eigentlich beginnt ihr mehr oder weniger gefühlt mit 85k DPS. Variant hoch zu 90, 95 sind drin. Crazy Dudes schaffen auch 100k, es ist krass. Es ist wirklich unglaublich stark. Allerdings das Number One Setup aktuell nach wie vor ist Vorrückender Yukeda, Tobender Krieger. Das ist ein schweres Set, das heißt, ihr müsst entweder zwei Körperteile schwer, Schmuck oder Waffen, Schmuck spielen, je nachdem. Hauptsache, ihr bekommt natürlich die fünf mittleren, ja, Passiven von der mittleren passiven Skill-Linie. Tobender Krieger gibt uns Crit, Waffenkraft Crit und wenn wir natürlich Nahkampfschaden verursachen, können wir unseren Crit stacken 5 Sekunden lang um 305. Das Krasse hieran, bis zu 10 Mal. 10 Mal. Drachengarde Elite wirkt recht ähnlich. Allerdings haben wir hier einen wichtigen Slot durch Ausdauerregeneration verloren, im Vergleich hier natürlich zu wunderbaren Crit, was immer vorteilhaft ist. Und wir können halt hier im Vergleich zu der höheren Zahl nur fünfmal skalieren oder kumularisieren, während wir hier mehr oder weniger zehnmal hochstacken können. Das heißt, ja, Yukeda mehr oder weniger in Kombination allerdings nur mit Reliquien extrem, extrem stark. Allerdings in den Tests, sofern ich weiß, mehr oder weniger nur 2 bis 3k stärker. Das heißt, kann man überlegen, ob man es wirklich spielen möchte.
ob einem das wichtig ist, weil es ist dann wiederum ein zweites Raid-Set, das man erfahren muss, ergrinden muss. Waffen sind manchmal ein bisschen problematisch zu bekommen. Obliegt eurer Wahl, ihr habt sehr viele Möglichkeiten, aufzubauen und zu spielen, je nachdem, wie es euch beliebt, wie ihr wollt. Wenn ihr Reliquien und Yukeda spielt, könnt ihr garantiert oder müsst ihr garantiert den Schatten spielen, um wirklich hammermäßigen Crit-Schaden rauszuhauen. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten das Setup Reliquien, natürlich mit tödlicher Stoß, ist ebenfalls empfehlenswert, allerdings auf dem Schatten zu spielen, weil wir hier genug Crit kriegen. Drachengarde Elite und tödlich tatsächlich in dem Fall nicht, weil wir hier leider keinen zweiten Crit-Stack bekommen. Damit brauchen wir den Dieb. So. Das zu den Setups, Rotation. Wir gucken uns erstmal die Juicy Lobop, einfache, coole Rotation an. Wir trinken theoretisch den Trank. Was machen wir die ganze Zeit? Wir aktivieren die Falle. Kriegen natürlich kritischen Schaden. Aquin macht das Licht. Zack, ein paar Light Attacks. Zack, 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 boom, neue Blind. Zack, 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 neue Blind. Zack. Bestienfall ausgefallen, zack, wieder Lifetag, zack, 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 boom, neue Plein. Mehr ist es nicht, das macht den ganzen Bossfight ab und zu den Ulti ziehen. Und ihr werdet definitiv einen soliden DPS von, ja, 75 bis 80k kriegen, nur weil ihr diese Fertigkeiten benutzt. Drei aktive und ein Ulti. Nebenbei den Trank trinken, leichter geht es nicht. Wohlgemerkt die 75, 80k mit dem Non-Raid-Gear-Setup, das heißt, wenn ihr die Raid-Gear benutzt, könnt ihr theoretisch sogar noch höher kommen, das ist krank. Das ist einfach nur krank. Einfach geht es nicht. Wenn ihr etwas mehr DPS raushauen wollt, gibt es natürlich eine Rotation, die etwas anspruchsvoller ist. Die sieht wie folgt aus. Wir nutzen natürlich damit unsere Backbar. Anis Beginn tun wir auf der Frontbar, weil wir da natürlich den wunderbaren Stachelfall haben. Das heißt, wir aktivieren die Stachelfalle, trinken vorher den Trank. Wir tun so, als wäre der Trank dauerhaft aktiv und hätten die Regenerationen immer. ETC. Wir aktivieren die Stachelfalle, machen einen Light-Tag und aktivieren Macht des Lichts, um die Resistenz runterzusetzen und natürlich extra kritischen Schaden zu machen. Wir gehen auf die Bergbar und spielen die Bergbar simpel und einfach runter. Das heißt, Stachelfalle, Light Attack, wann ihr wollt, Light Attack, AoE, Hauptbar. Wir aktivieren, macht des Lichts neu und machen einen Light Attack, Jabs, Light Attack, Jabs, Light Attack, Jabs, Light Attack, Jabs. Mehr oder weniger viermal spammable, schafft ihr in der Zeit safe mit Light Attack. Ihr könnt teilweise manchmal sogar 5, manchmal sogar 6 raushauen. Je nachdem, wie viel Light Attacks und vor allen Dingen Spammables ihr vom harschen Hieb reinhauen könnt, mehr oder weniger, desto mehr wird der kopierte Schaden nach oben skalieren, desto mehr DPS könnt ihr raushauen. Wichtig ist hierbei, dass ihr das so lange macht, bis natürlich auf der Backbar die AoEs auslaufen. Das heißt, sobald es anfängt, dass Seelenfalle und natürlich vor allen Dingen der wunderbare Bogen-AoE ausläuft, solltet ihr natürlich wieder auf die Backbar gehen und letztendlich ganz simpel das Ding hier neu casten. So, 1, 2, 3, 4, Light Attack, boom, neue Plein und dann wieder hier, schön auf die Backbar, weil es geht natürlich weiter. Zack, 1, 2, 3, 4, in dem Fall konnte ich sogar 5 reinhauen, neue Plein, in dem Fall sehe ich, best im Fall wechselt aus, Light Attack, zack. Light Attacks bei Reliquien natürlich super wichtig, dass sie hier wirklich zwischen den Jabs immer die Light Attack reinhaut, wie man sie sieht. Weil sonst Reliquien natürlich von der Kumulation nach unten stackt. Das wäre natürlich dämlich, weil dann müsst ihr nicht Reliquien spielen. Wenn ihr natürlich hier Drachengarde Elite oder überhaupt halt nicht Reliquien spielt, dann müsst ihr nicht unbedingt zwischen jedem Spam Will Light Attack machen, wenn euch das zu anstrengend ist. Da könnt ihr auch einfach so die Spam Will machen. Das obliegt eurer persönlichen Wahl. Allerdings geht damit dann sonst der DPS runter, wenn ihr nicht Light Attacks macht. Light Attacks können natürlich das Gift procken und vor allen Dingen den Schaden nach oben reißen wie Sau. Das spielt das übrigens so aus, recht cool. Wie gesagt, funktioniert schön auf Distanz, da kann man recht ansehnliche Vorteile raushauen. Der Ulti, Bam Baby. Unglaublich stark, unglaublich simpel zu spielen. Austertempler, einer der coolsten Klassen im Game, muss man ganz klar sagen. Dementsprechend, ja. Würde ich sagen, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Es ist nicht sonderlich viel, was man hier an dem Bild erklären muss oder erklären sollte, da es wirklich ein simples Setup ist, eine simple Rotation, ein ja, simples Erklären quasi, weil man auch viele Skills einfach gleich hat dementsprechend. Ja, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tut das, was ihr tun wollt. Lebt euer Leben. Ich bedanke mich. Wir hören uns bald wieder, wenn es wieder heißt. Gandalf Fröhlich ist ein Naughty Boy und kauft sich Bonbons. Keine Ahnung, what the fuck. Ciao, ciao.